Name ist Medina. Ich bin Mostar, in Bosnien geboren und bin mit 11 Jahren nach Österreich gekommen mit meinen Eltern. Zurzeit studiere ich an der Uni Wien Kultur- und Sozialanthropologie einerseits und auch ein Lernstudium Französisch und Englisch. Also ich muss schon sagen, dass es sehr wohl einige kleine Unterschiede gibt zwischen meinem Institut, also der Kultur- und Sozialanthropologie, und den beiden anderen, also nämlich der Anglistik und Romanistik. Die Atmosphäre an der Romanistik zum Beispiel ist schon eine andere. Also da spürt man schon, dass es einfach kälter ist. Ich nehme an, auch deshalb, weil es nicht so viele muslimische Studierende dort gibt. Also vor allem eben keine, also junge Musliminnen mit Kopftuch. Auf der Kultur- und Sozialanthropologie, da sind wir im Prinzip auch nicht sehr viele. Da bin ich auch mit einigen Kolleginnen dort. Aber die Atmosphäre ist einfach viel, viel lockerer, weil die Profile der Studierenden einfach unterschiedlich sind. Da fühlt man sich schon wohler. Also ich bin überhaupt ein Mensch, der sehr viel plant im Leben, und Kultur- und Sozialanthropologie war schon immer mein Wunschstudium. Vor allem deshalb, weil mir diese Studienrichtung die Möglichkeit gibt, auch über den österreichischen, über den europäischen Tellerrand hinüberzuschauen. Ich habe auch vor, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, eventuell auch die Diplomatische Akademie zu besuchen. Und in 5 oder 10 Jahren wird sich natürlich herausstellen, also was sich eben ergeben wird aus der Situation. Mein Vater ist Imam und meine Mutter ist auch in der islamischen Glaubensgemeinschaft schon immer tätig gewesen. Sie ist auch Religionslehrerin. Und für mich als Kind war es schon immer ganz klar, eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich mich einfach näher mit dem Kopftuch oder überhaupt mit dem islamischen Glauben auseinandersetzen werde. Ich denke einfach, dass ich mit 16 Jahren, also so weit war, einfach diesen Schritt zu wagen. Und natürlich, also es kam nicht von heute auf morgen. Ich habe viel gelesen, ich habe viel nachgedacht. Natürlich habe ich mich auch gefragt, wie es mir gehen wird, wenn ich jetzt keine Frisur da, also jetzt tragen kann, was im Grunde auch falsch ist, weil daheim habe ich natürlich ein privates Leben und mein Kopftuch ist jetzt für die Öffentlichkeit. Also wenn ich wirklich ehrlich bin, waren die Anfangszeiten nicht einfach. Also man muss sich das so vorstellen, ich war 16 Jahre alt, als ich das Kopftuch aufgesetzt habe. Das Kopftuch ist ein klares Zeichen für mich, dass ich einfach frei bin auf dieser Welt. Revolt ist es nicht, also würde ich nicht sagen, aber ich habe verstanden, du, schau mal, du bist ein freier Mensch, du bist eine Frau noch dazu, und wir wissen, nicht nur die muslimische Frau ist in dieser westlichen Welt eingeschränkt, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber für sie ist es bestimmt schwieriger, sich nach außen zu präsentieren, sondern die Frau überhaupt. Also wenn man das, wenn man die Situation am Arbeitsmarkt sich heute anschaut, warum werden die Frauen weniger bezahlt? Natürlich denke ich nach und ich denke mir, du bist Frau, du musst was dagegen tun. Und ich tue das jetzt nicht für mich, weil ich Muslima bin. Nein, ich tue das für eine jede Frau. Ich bin Frau und ich setze mich auch für jede Frau ein, egal ob Muslima, Christin, Jüdin oder sonst irgendwas. Frauen müssen sich bewegen, Frauen müssen sich um die eigenen Rechte kümmern. Und ich denke, dass ich mit meinem Auftreten genau dafür sorge. Also ich denke auf jeden Fall, dass die Emina sich alleine entscheiden muss und auch alleine entscheiden soll, was sie mit ihrem Leben anfängt. Und ich meine, sie ist ja erst 13 Jahre alt. Naja, das Kopftuch überzeugt mich nicht so. Aber vielleicht werde ich mal, wenn ich 30 bin, ein Kopftuch tragen. Wenn ich verheiratet bin. Oder? Na, ich finde die Frauen schon mit Kopftuch sehr hübsch und sehr schön angezogen. Ich meine, man kann sich auch mit Kopftuch sehr schön kleiden, aber ich weiß nicht.
Wegen dem und wegen diesen Schleifchen und... Oder? Na, weil ich denke, es ist irgendwie zu heiß im Sommer, man kann nicht vieles machen und... Ja, ja. Aber es ist in Ordnung. Das ist ihre Meinung. Sie sieht das so. Also mit 13 wollte ich auch keines tragen. Kommt jetzt. Im Wohnzimmer. Bitteschön. Setzt euch auf den Boden, bitte. Das ist für die. Für die. Ja. Jetzt bitte schnell aufmachen. Schade, das war bei dir. Weil, ja, kannst du dich erinnern? Ja, aber das habe ich dir doch geschenkt. Ja, aber alles, was mir am liebsten ist, dann schenke ich euch. Willst du, dass ich das dir lese? Hm? Ja. Und meine Liebe. Und für die, jeśli mi wolno uwieko wakwą, jeśli, a widziowo, mnie mój gospodar podario was dwie. Widzi, kolko ste se wolno uwieko. Daj da ti to proczytam, pošto ti ja w Bosniš nie znaš to. Začas da ti proczytam. Widzisz, Emini od dragie mamice. Ovdje si bila na kampu, jel tako? Maleni moj, mama te puno željela, ti si moj buntovnik i ratnik sa kojim se moram boriti sa puno umijeća, a ti si uvijek pobjednik. Nije mi drago da je to tako, ali jednostavno tako je. Maleni moj, tvoja jača strana je istančan osjećaj za sve i puno ljubavi za svakoga. Mama, navikavaš na odlaske i dolaske sa muslimiše Jugend Österreich. Ja se svaki put još uvijek čini se totalno nespremno na to. Kad sam te na svijet donijela, znala sam da ćeš otići, a sad mi teško zbog toga. Pametno moje, neka te Allah moćni čuva i bude s tobom zadovoljan. Voli te tvoja majka. Ist das schön? Ich muss schon sagen, also wenn es um Entscheidungen geht, dann wird schon die ihre akzeptiert. Unter Druck, also mit Druck oder ohne, das kommt drauf an. Na, ja, also ich glaube schon, dass die Mama die Hosen anhat. Mhm. Ist gut so. Es gibt absolut keinen Druck bei uns daheim. Also ich möge jetzt bitte in die Küche gehen, mich dorthin verfrachten und ein zauberhaftes Essen daherkochen. Nein, also überhaupt nicht. Also selbst wenn ich es wollte, ich kann es nicht. Kad zagori šerpa, ne možemo je oprati. Niko je vidio. Obwohl ich auch studiere, obwohl ich auch lernen muss, ist das Gebet natürlich auch ein Bestandteil meines Alltags und das gehört einfach dazu. Und ein Leben ohne das Gebet könnte ich mir im Grunde nicht vorstellen. Dass ich eben in eine arabische Moschee komme, hat jetzt nichts mit Arabisch, Bosnisch oder irgendwas anderem zu tun. In den bosnischen Moscheen, also gibt es natürlich auch ein Freitagsgebet, aber die bosnischen Frauen pflegen es nicht wirklich, also zum Freitagsgebet zu gehen. Und deshalb fühle ich mich also natürlich hier wohler, wenn hier auch Mädchen und Frauen sind und natürlich auch meine Freundinnen. Und das ist hauptsächlich der Grund, warum ich hierher komme. Es stimmt tatsächlich, dass der Koran hauptsächlich von Männern übersetzt wurde. Das ist für mich natürlich nicht sehr erfreulich. Der ganz berühmte Vers ist ein Vers, in dem es eben heißt, dass der Mann die Frau schlagen darf. Also wenn man sich wirklich jetzt diesen Vers genauer anschaut, kommt dieses arabische Wort, nämlich Waraba, also sehr oft im Koran vor. Aber eben nur einmal an dieser Stelle wird es mit Schlagen übersetzt. Und ja, also das ist dann natürlich für mich fraglich, warum es so heißt. Ich nehme an, es ist am einfachsten für einen Mann zu sagen, naja, dann
hauen wir ja halt eine rein. Um wirklich auch einen Text verstehen zu können, muss man die Erklärungen der Verse lesen, man muss die Aussage des Propheten, Friede sei auf ihm, lesen und verstehen. Und es kann nicht sein, dass einem Geschöpf, nämlich einem männlichen, es erlaubt, das andere Geschöpf, nämlich das weibliche, zu schlagen. Das will ich nicht wahrhaben. Natürlich, wir haben hier auch in Wien Frauen und Mädchen schwimmen, das ist auch wirklich gut so. Die sind regelmäßig dort und es ist wirklich also toll. Ich finde es auch super, dass die Stadt Wien das auch anbietet. Und ich gehe jetzt auch joggen, ich bin auch sportlich aktiv. Ja, ich glaube, diese Liebe zur Kunst habe ich von meiner Mama. Also ich komme irrsinnig gern in die Albertina und ich bin wirklich froh, dass die Expressionisten wieder mal dran sind. Es ist einfach wunderbar und ich will mir das jetzt einfach anschauen. Pa nije još u potpunosti. Ono što smo govorili, trebamo vježbati. Jel da, babo, ona je samo jedna tačka, u stvari dvije lahje na ovom programu. Dvije, jeste dvije lahje samo. A šta je prije toga? Hoće to biti ono što ste do sad imali sve ova sjela neka ili kako? U povodu 15 godina osnivanja Islamskog kulturnog centra u Sant Pauli. Mariam? Und mein Papa, ja. So, wollen Sie sagen, dass Sie ein konvertierter Muslim sind, oder was? Galib ist ein konvertierter Muslim. Ich bin einfach Muslim. Ja, einfach Muslim, ja. Das freut uns sehr. Toll. Sufismus ist sozusagen für mich der Versuch, in die Tiefe zu gehen. Die Tradition des Sufismus ist unabhängig von islamischen Rechtsschulen. Es geht um die Vertiefung von außen nach innen sozusagen. Ja, die Nuss hat eine Schale und den Kern, das Innere, das ist, was es geht. Ich bin geboren in Kloster Neuburg, komme aus einer wohl christlichen Familie. Meine Mutter ist katholisch, mein Vater ist evangelisch. Das sind meine Großeltern, die auch schon in Pressbaum gewohnt haben, also meine Großeltern mütterlicherseits. Der Anlass hier war meine Erstkommunion
und hier zusammen mit meiner Schwester. Tschüss. Tschüss, ich gehe. Ich habe nichts gewusst, außer die gängigen Klischees, die ich in der Schule vermittelt habe, dass die Türken böserweise versucht haben, Wien zu erobern und das mit Feuer und Schwert betrieben haben. Und dass mein Großvater hat mir gesagt, sei froh, dass sie nicht gewonnen haben, sonst wärst du jetzt ein Musulmann. viel mehr habe ich nicht darüber gewusst. Was mir sozusagen ganz nahe ist und was auch ein sozusagen islamischer Grund, ein islam-immanenter Grund für mich war, mich für den Islam zu entscheiden, war dieser ganz klar und ganz stark ausgeprägte Monotheismus im Islam. Und es gibt die Propheten vom ersten Menschen an, also im Islam, im Prophet Adam. Das war immer dieselbe Message sozusagen, vom ersten Prophet Adam bis zum letzten Prophet Mohammed. Und der hat von Gott sozusagen das Ganze noch einmal in einer Form eines Buches, sozusagen einer Urschrift der Schöpfung bekommen. Was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass ich nur ein einziges Buch fürs Leben brauche, den Koran, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, dass ich von da an den Auftrag habe, mich mit dem Leben zu beschäftigen, zu forschen, zu leben, eine Familie zu haben, mich aktiv am Leben und in der Gesellschaft zu beteiligen. Das ist etwas, was mich sehr berührt und was einer der Gründe für mich war auch, dass ich mich für den Islam entschieden habe. Ich habe dann so um die 20 Jahre herum die orientalische Musik kennengelernt und dann habe ich mich halt langsam gefragt, woher kommt diese Musik, was ist die Idee davon. Dann hat mich halt auch einmal gefragt, ja, was haben die für einen geistig-religiösen Hintergrund gehabt, und das war dann der Islam in der Form dieses mystischen Zugangs, also des Sufismus. Das hat mich dann schon sehr angezogen. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim heißt auf gut Deutsch in Gottes Namen, hat mein Opa auch immer gesagt, war kein Moslem. Ob es schwieriger ist, Schwarz und Christ zu sein oder ob es weiß ist und Moslem zu sein, denn beide sind natürlich Klischeevorgaben, die aus einer ganz bestimmten Weltsicht herauskommen. Ich denke, von der Idee der Religionen selbst her müsste es eigentlich egal sein. Ich werde immer wieder gefragt, seit wann bist du Moslem? Das kann ich eigentlich nicht mit Datum beantworten, sondern das ist, man beginnt sich dafür zu interessieren, man schaut, wie denken diese Leute, man trifft verschiedene Leute, manches gefällt einem, manches schreckt einem ab natürlich, dann schaut man sich ein bisschen die Hintergründe an, die Quellen, sieht, da gibt es gewisse Dinge, die können so und so ausgelegt werden, die können so und so verstanden werden, und dann findet man irgendwann mal einen eigenen Zugang dazu. Ja, das bin ich schon gefragt worden, bist du Österreicher oder Moslem? Und das bin ich witzigerweise von Türken gefragt worden, also von Muslimen. Also die Klischees gibt es auf beiden Seiten, ja. Wir sind in der Werkstatt Obergrafendorf und wir sind jetzt bei der Musiktherapiegruppe. Musik für Menschen zu machen, die krank sind, die Hilfe brauchen, dass es ihnen besser geht, dass sie sich wohlfühlen etc. Also diese musiktherapeutische Idee hat mir sehr gut gefallen. Funktioniert hat, haben sie mich gefragt, ob ich in den anderen Häusern auch arbeite, und das mache ich jetzt seit über 10 Jahren eigentlich in der Caritas, und da gefällt, glaube ich, allen Beteiligten so gut, dass wir es fortsetzen jedes Jahr. Das ist ein privates Haus, und das ist im Prinzip die erste Wachkommapflegestation in Niederösterreich. Es gab auch immer wieder schöne Erlebnisse, dass jemand begonnen hat, den Kopf zu heben oder zu drehen oder den Arm mehr zu bewegen, also dass wirklich körperliche Funktionen auch bei der Musik begonnen haben,
sozusagen eine Therapie, die auf das Emotionale ausgerichtet ist. Das ist ja meine Spezialität der Musik. Charles, auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen, alles Gute. Hat Ihnen die Musik gefallen? Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das ist der Ort, den ich mir selbst gestalte. Das ist der Rückzugsbereich, ist Erholungsbereich, ist auf der anderen Seite aber auch wieder Arbeitsbereich. Denn mit einerseits sechs Personen in einem Haus zusammen zu wohnen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, ist die eine Herausforderung. Auf der anderen Seite auch die Partnerschaft aufrechtzuerhalten gut und auch die Erziehungsarbeit an den Kindern, dass man sie fördert, dass man sie unterstützt, dass man sie, so gut wir das halt können oder so gut ich das kann, von den eigenen Möglichkeiten heraus aufs Leben vorbereiten. Das alles unter einem Hut heißt für mich Familie. Ich weiß, wenn sie fliegen können, dass sie fliegen. Schau, das ist der Film, schon. Aber gib sie mir dann wieder. Das weiß ich nicht, bist du auch noch. Gib sie mir. Magst du auch nehmen? Nein, magst du nicht. Meine Frau ist in der Türkei geboren, meine Kinder sind Halbtürken, also meine Familie ist getürkt. Meine Frau Fatime. Das ist unser zweitältestes Kind. Naim. Das hier ist die Safiye. Gell? Das ist unsere zweitälteste Tochter. Du bist im Fernsehen. Die größte ist die Nüket und der allerjüngste ist der Sadettin. Ja, ich bin diplomierte Krankenschwester. Ach, stark. Und das Arbeiten geben ist eine Erholung. Weil das Arbeit an vier Kindern ist anstrengender als im Krankenhaus. Ich komme noch mal. Es gibt einfach sehr viele kulturell geprägte, unterschiedliche Herangehensweisen. Das Beispiel, das mir dazu immer einfällt, wie meine Schwiegermutter das erste Mal bei mir zu Hause war, als wohlerzogener mitteleuropäischer Mensch, der ich mich präsentieren wollte, wollte ich sie nach dem Essen zum Spazierengehen einladen. Und die Fatima hat das aus der Küche noch gehört. Ich sage, Galib, sei ruhig, sei ruhig. Und ich sage, wieso darf ich das jetzt nicht? Nein, das ist schrecklich, das darfst du nicht sagen. Das ist sozusagen ein Hinausschmiss. Ja? Also so kann das daneben gehen, wenn man das als selbstverständlich voraussetzt. Und da gibt es einfach ganz viele Dinge, die man gar nicht weiß oder auf die man dann immer wieder auch drauf kommt. Insofern ist die unterschiedliche Kulturalität schwierig, aber es ist auch bereichernd. Also ich erlebe es unterm Strich als bereichernd. Man sollte es aber nicht, denke ich, unter dem Teppich kehren lassen und sagen, ja, wir haben uns so lieb und es ist egal, wer woher kommt. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass man unterschiedliche Selbstverständnisse hat. Das ist die Fachschule für soziale Bildung, die nach der Pflichtschule beginnt, 3 Jahre lang dauert und die Schüler vorbereiten soll auf eventuelle Sozialberufe, die sie später ergreifen können. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Setzt euch bitte. Dankeschön. Und mir ist das ein wichtiges Anliegen, hier zu vermitteln, dass Musik, dass Kunst etwas Schönes ist im Leben, was Wichtiges und auch was dazu beitragen kann, dass sich die Kulturen untereinander verständigen können und auch dieser Teil der Österreicher geschätzt wird und einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leisten kann. Also wir hören ein türkisches Ilahi Seni Ben Severin. Es sind in dem Haus zwei Schulen. Es ist die Akademie für die angehenden Religionslehrer und die unsere Fachschule hier. Der Franz Josef hat dadurch, dass Bosnien bei Österreich war, ein Gesetz geschaffen, dass der Islam anerkannt wird. Und daher ist es auch möglich, ein Körper des öffentlichen Rechts zu sein, sprich auch Schulerhalter zu sein und eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht wie diese hier zu führen.
Ja, mach das nicht. Ja, du kommst auch gerade. Ja, ja. Du diese Form des Gebets heißt Dike, das heißt Erinnerung, Erinnerungen an Gott, an Allah. Das kann in jeder Form eigentlich stattfinden, der an Gott gedacht wird. Das ist sozusagen eine organisierte Form. Das Ziel ist, dass die ganze Gruppe sozusagen in Einklang, in Gleichklang kommt und, wenn man so will, eine Ekstase in der Gruppe stattfindet, aber eine kontrollierte Ekstase, wenn man so will, sich dem Göttlichen annähern. Tschüss, Papa. Da gibt es jetzt Probleme. Tschüssi. Papa. Tschüss, Oma. Tschüss, Oma. Tschüss, Papa zu Oma und zu Nene. Ach so. Tschüss, Adetin. Habt ihr alles? Du brauchst wieder nicht. Na was? Es hat jeder Mensch das Recht, sich seine Religion zu wählen. Und dieses Recht gestehe ich ihm zu. Aber ich kann nicht sagen, dass ich persönlich damit zufrieden bin. Es war für uns schon ein Schock. Ist klar. Ich meine, ein Religionswechsel, nicht, bedeutet einen Gesinnungswechsel. Und das bei den eigenen Kindern ist nicht einfach. Anne olarak haklı. Ben de bir anneyim, ich bin auch Mutter. Wirklich schwierig. Was würdest du sagen, wenn eines deiner Kinder dann zum Christentum übertritt? Weiß ich nicht, also weiß ich nicht, was dann ist, aber prinzipiell ist es ja gutes Recht. Also du würdest es akzeptieren? Ja, natürlich. Ist ja nicht meine Entscheidung. Ich kann sie jetzt nur so erziehen, wie ich mein Leben ausgerichtet habe. Das kann ich ihnen weitergeben. Das, was ich für richtig halte, mit dem kann das ich ist erziehen. Okay. Und das, was sie dann später machen, ist ihre Entscheidung. Ja, aber würdest du dann nicht das Gefühl haben, dass sie das hinter sich lassen, was du ihnen weitergegeben hast? Das kann sein, dass ich das Gefühl habe. Ich kann es ja nicht sagen, ich kann nicht von Wäre-wenn-Situationen reden. Mhm. Keine Ahnung. Wenn ich den Islam an und für sich betrachte, das Bild, das er jetzt in der Welt zeigt, habe ich damit ein großes Problem. Denn ich töte nicht aus Liebe. Ich führe keine Kriege aus Liebe. Also da gibt es schon einige Problempunkte, die ich finde. Gut, diese Problempunkte gibt es auf der ganzen Welt, ja. Aber sie treten halt momentan im Islam besonders zutage. Da könnte man lange drüber reden, da werden 15 Minuten Porträt nicht ausreichen dafür, was man sieht und was man wahrnimmt und so. Aber Hauptsache, man macht es irgendwie so in Liebe, dass man noch miteinander reden kann. Das, was von uns bleibt, sollte Spuren der Liebe sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das haben wir irgendwie geschafft. Sonst würde man da jetzt nicht sitzen und Ihnen Interviews geben.